Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Forest in Kurzform. Ich bin's wieder, euer Nobody. Danke, dass ihr wieder einschaltet. Ja, wie ihr wisst, ich erkläre es nochmal für diejenigen, die gerade dazuschalten. Die letzte Aufnahmesession mit meinem Kumpel und LP-Partner Lasko ist leider schiefgelaufen. OBS hat mir halt meine Aufnahme verhauen, dass kein Bild drin war, nur Ton. Und Folge 20, 21 und 22 waren verloren deswegen. Weshalb ich jetzt hier nochmal so solo ein bisschen was mache, ohne zu spoilern, was wir gemacht haben. Wie gesagt, ich kann nur nochmal betonen, ich hoffe wirklich, dass Lasko nicht von wildfremden Tauchunterricht sich geben lässt. Kann ich ihm gerne geben. Ist dann auch harmlos. Und ja, was willst du? Was willst du? Ach, das wollt ihr. Okay, ich lasse euch. Ich stehe hier so irgendwie König der Löwen mäßig. Ich wollte schon hier so rumblöken und schreien. Das wird euch alles gehören eines Tages. Und jetzt kommt wieder der Vogel. Der sieht ein bisschen finster aus. Flieg weg. So. Ja, zu flott. Also, Strand empfiehlt sich immer für Schildkröten, ne? Die kriegt man recht gut, dann hat man so lecker Fleisch. Nährt auch gut. Doch das, was ich jetzt jagen will, Bambis, die gibt es hier scheinbar nicht mehr, oder? Ja, du bist mir egal. Wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu weit hier rumlaufen, dass ich nichts spoilere. Das ist halt das Dumme. Ja, und jetzt regnet's. Deswegen bin ich immer in so einem eingeschränkten Gebiet. Ich muss auch in Bewegung bleiben, dass ich nicht nonstop hier Besuch von unseren lieben Kannibalen habe. Kaum spricht man von denen, dann sind sie schon da. Na lauf, lauf, lauf! Das Gewitter! Wagga, 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 wagga. Gleich kommen ja 20 mehr entgegen. Stärkung. Okay, ich wusste nicht, dass die wirklich bei Gewitter flitzen. Gut. Oh. Ach, das sagt mir doch was. Hier waren wir schon mal. Das ist gut. Wenn wir hier schon waren, muss ich aufpassen, weil da hinten ist dann ungefähr die Grenze und ich könnte euch... Klar, dass der... Das Gebiet hier zwischen unserem Unterschlupf, unserer Basis, kennt ihr. Hier sind wir schon vorbeigelaufen. Was ist denn das? Ich kann hier durchglitschen, lol. Ich habe einen Stock eingesammelt. Hallo da unten. Ist aber tief ins Loch. Also hier muss man sehr gut Super Mario spielen können. Slide ich gerade runter? Ja, 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 ich slide. Nein, nicht gut. Kann ja knicken. So. Ich finde das sehr beeindruckend. Es gibt auch in echt, also im echten Leben, halt so Erdlöcher. 100 Meter tief, bumm. Das ist richtig, richtig, richtig beeindruckend. Da gibt es ja viele, wo dann hier so Base-Jumping machen, also die haben dann richtig Cojones, muss ich sagen. Weil die sind jetzt meistens die Erdlöcher nicht so breit wie das hier. Ne? Ein Fallschirm, glaube ich, auch vom Base-Jump braucht schon so sein paar Meterchen, um sich zu entfalten. Nee, hier will ich nicht hin. Um sich zu entfalten, ne? Weil sonst... Die Zeit, wo sich der ja fängt, entfaltet und dann den Sturz auffängt, abbremst, können dann nicht eingehalten werden, ne? Wenn, und auch die Schnur vom Fallschirm, ne? Da muss sehr viel berücksichtigt werden. Die haben dann richtig Cojones, wenn die das machen, ne? Aber es soll jetzt nicht heißen, ja, wer das nicht macht, hat keine Cojones. Ich sag nur so, sie haben extra große Cojones. Und dann noch die Gefahr wirklich, weil wenn ein Windzug geht, dann bupf, Schirm gegen Wand, aufgeschlitzt, tschüss. Und dann war es das. Ja.
Ich laufe mal hier ein bisschen am Rand, ohne da hinten hinzugehen. Ja. Boah, hier sehe ich jetzt mal wieder richtig den Schatten. Und wir kriegen langsam Hunger. Was könnte man da besser machen als schnell, wenn es dunkel wird und man von Kannibalen verfolgt wird, ein Feuerchen anzünden, was unsichtbar ist. Ja, zum Teil unsichtbar. Komm, zur Feier des Tages. Nee, das müssen wir wegschmeißen. Ach, das ist der Qualm. So, gleich haben wir was zum Schnabulieren. Ja, mit Jagen ist wieder so ein bisschen so lala. Ne? Puffis in den Club und schrei. Puffi in den Club! Ich sag's jetzt extra nicht. Joa. Oh, ein Regenbogen. Schaut euch das an. Ja, okay, ich wollte schon sagen. Wie idyllisch. Gleich hörst du die Schreie im Hintergrund. Oder dann macht's so. An die Schulter. Hallo, Nobody. Ich höre es wieder getipseln hier. Ja, lauft ruhig zum Feuer. Nicht hoch. Hier vielleicht. Yippie! Hier war ich. Super. Bin ich ja sehr, sehr weit. Ich höre gerade bei den Nachbarn, wird noch um die Uhrzeit auf dem Boden richtig gestampft. Okay, wir haben es noch spät. Steht hier der Obermutant. Hallo. Oder der kriegt hier so den Felsen nach unten. Die steht drunter. Ja, mit Jagen ist jetzt auch nicht wieder viel. Das Einzige, was hier gejagt wird, ist, oder was gespielt wird, das heißt Menschenjagd. Und ich bin die Beute. Boah. Ein Baumstamm. Aus, bist du deppert. Verstecken. Ich bin im Baumstamm, du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Okay, nicht so effektiv. Der steht noch und lebt noch. Die auch. Boah, und direkt Gegenattacke. Aber läuft dann feige weg. Also, Armbrust hat einen Nachteil. Aufladezeit. Ne? Im Dunkeln nicht sehr gut zielen. Ne? Der Bogen hat da klare Vorteile. Ne? Unter anderem auch in echt ist es normalerweise auch so, dass ein Bogen, also der Pfeil, schneller ist als der Bolzen von einer Armbrust. Ruhe. Hol mal nochmal einen Bogen raus. Und zünden uns gerne mal den Pfeil an. Warum? Weil wir es können. Oh. Wir sind im Dunkeln in ein Dorf getappt. Das ist doch ein Träumchen. Und da hinten ist gleich auch unsere Base. Aber da will ich nicht hin. Ich will nur irgendwo in Sicherheit, wo man mich jetzt nicht direkt mit einem Heps wegmacht. Ja, geht.
Also wie gesagt, ihr Lieben, ich habe es euch versprochen, ich werde jetzt noch mehr auf OBS achten. Ich werde nicht nur ein Auge drauf werfen, sondern beide, dass es mit den Aufnahmen klappt, weil mir ist es auch extrem peinlich gewesen. Ist ja eine Sache, wenn man alleine was aufnimmt, ne? Man nimmt seine eigene Zeit in die Hand. Aber wenn man das zu zweit macht, nimmt man ja auch die Zeit vom anderen quasi. Und ich möchte ja jetzt nicht von meinem Let's Play-Kumpel die Zeit verschwenden, ne? Deswegen, es hat mir auch sehr leid um ihn getan, weil wir vorhatten, das zu zweit zu machen. Da könnt ihr das Geschehnis aus seiner Perspektive und aus meiner verfolgen. Jetzt ist es halt so nur drin, dass ihr es bei ihm nur verfolgen konntet. Deswegen hoffe ich, dass das Erlebnis für euch jetzt nicht so geschmälert ist. Wie gesagt, ihr könnt bei ihm jetzt, schaltet gerne rein. Da seht ihr, was da passiert ist. Na? Einiges, muss ich sagen, kann ich jetzt auch in der letzten Folge sagen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten. Na? Besonders das der Part, der lustige Part, wo Lasko dann Tauchunterricht bekommt. Ja. Sehenswert. Ha. Bambi. 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 Bo, du brennst in den Büschen. Bambi. Komm her. Na. Ich hasse dich, Bambi. Boah, ja, das war klar. Touché. Was brennt zur späten Stunde in der Nacht? Es ist Bambi. Wo ist es hin? Ist es aus? Oh, weg. Ach, da ist es. Na, 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 du. Hier kriegst du eine kleine Rückenmassage. So, weil es so schön ist. Genau. So. Und ich würde auch sagen, gucken wir mal, ob das hier geht. Ich weiß es ja nicht. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen, wenn ich jetzt hier ein Feuerchen reinmachen könnte. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir das hier hin. So. Ist das hier hin? Machen wir uns schön gemütlich hier. Feuern wir das an. Wissen die Eingeborenen, hier gibt es lecker Schwenksteak. Verdorben, verdorben, schade. Aber hier, komm, bei Han und Mas. Das, oh, sieht schwierig auf. Aus. Echse auf Echse. Auf Ex und Hopp. Hohoho. Puffis in den Klapp und so, ja auch. Das macht jeden Kannibalen froh. Puh, come on, come on, come on. Hunger, Hunger naht. So, im vollen Magen. Und das eine Portionchen da lassen wir dafür die Eingeborenen. Da freuen die sich. Da würde ich sagen, begeben wir uns wieder am Ausgang, wo alles angefangen hat. Ich lag ja ungefähr hier. Lasko saß neben mir, hat mich tapfer verteidigt. Naja, alles gut. Und okay, ich guck mal höher. Ich will der jungen Dame nicht in den Schritt gucken. So, gut. Und dann würde ich sagen, ja, wir sind noch am Ende der Folge angekommen. Ich weiß, es ist halt nicht die reguläre Folge gewesen. Es ist auch kein richtiger Ersatz. Schaut ruhig bei Lasko rein, da bin ich euch nicht böse. Dann seht ihr, wie wir gespielt haben. Und lasst ihm auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Da freut er sich auch. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns dann regulär wieder bei Folge 23. Also morgen. Und glaubt mir, ich habe zwei, dreimal hingeguckt mit der Aufnahme. Ne? Das soll mir nicht nochmal so passieren. Gut, ihr Lieben, dann danke für euer Verständnis und bis zum nächsten Mal. Euer Nobody. Tschüss.
Oh, das ist so krass.